Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin's Aubertin und heute gibt es einmal 5 Budget-Decks für ungefähr 50 Euro. Und wenn ihr die aufwerten wollt, könnt ihr das quasi für 150 Euro machen, also maximal 150 Euro. Wenn ihr aber sagt, ihr habt kein Geld, eure Großmutter kann euch kein Geld mehr geben, ihr arbeitet nicht Vollzeit, dann spielt halt die Decks in der Budget-Variante. Dann sind die immer noch gut. Genau. Der Elefant hier im Raum ist, dass ihr diese Decks, die ich heute zeigen werde, eigentlich so ziemlich alle mit Access Code Talker und Zeus spielen könnt. Aber ihr müsst die Karten nicht spielen. Es gibt ein Deck, wo man darüber diskutieren könnte, ob es wirklich halt necessary ist, die zu spielen, aber eigentlich nicht. Und die Budget Hand Traps für die Listen, die wir hier haben. Es sind 4 Stück, die ich euch habe, die im aktuellen Format auch wirklich echt gut sind. Das sind einmal Effektwähler, Siphon Gear Gamma, Didi Crow und Skullmeister. Das sind Hand Traps, die kosten alle unter 1 Euro. Und die könnt ihr quasi in eure Decklist integrieren und dann damit halt trotzdem halt auch wirklich gut mitspielen. Es wird jetzt vielleicht nicht für eine YCS reichen oder für, keine Ahnung, eine Extravaganza Top. Aber für Locals oder mit Freunden zu spielen, ist es halt komplett fein. Und wenn ihr nicht irgendein Götter-Truck-Deck spielen wollt, was ich by the way nicht empfehlen würde, dazu habe ich by the way noch bald ein Video. Ich habe nämlich ein Götter-Deck gebaut mit Slifer. Das funktioniert echt ganz okay. Auch wenn die Sieb da jetzt ein bisschen schneller war mit seinem Video. Voll zählt eigentlich. Das erste Deck für heute, was ich für euch habe, ist einmal Earth Machine. Ich habe schon oft gesagt gehabt, dass dieses Deck an sich kein gutes Deck ist. Ich bin ja Train-Spieler, ich kenne mich da so ein bisschen aus. Aber es ist grundsätzlich kein schlechtes Deck. Nur weil es halt nicht gut ist, es heißt für mich halt, es ist halt nicht im Tier 1, Tier 2 Bereich. Aber es hat halt trotzdem mal Plays, die es halt spielen kann. Es ist halt wirklich auch nicht teuer. Es gibt wirklich keine großartig teure Karte im Deck, bis auf Zeus. Wie gesagt, könnt ihr spielen. Müsst ihr nicht spielen, wenn ihr gegen Freunde spielt. Scheiß auf Zeus, ne? Man hat den Unterschied, wenn ihr auf Locals geht. Scheiß auf Zeus, macht auch keinen großen Unterschied für Locals. Auf so größeren Turnieren wahrscheinlich schon. Das Deck ist aber wirklich an sich, ich glaube, das kostet nicht mal 50 Euro, das ganze Deck zu bauen. Selbst so Karten wie Urgent Schedule, der Bullet Train, Liebe, sind alle so günstig geworden. Das ist halt einfach wirklich nicht mehr teuer. Und ihr braucht ja die meisten Karten nur einmal davon. Selbst Urgent Schedule spielt man in dem Deck meistens so 2-mal. Und dann spielt ihr halt ein paar mehr Traps wie Torrential Tribute oder sowas in die Richtung. Dann ist das Deck halt immer noch ziemlich okay. Und ihr könnt gegen eure Freunde wirklich halt auch gut solide da mithalten mit dem Deck. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Deck als Pick. Machen wir weiter mit dem nächsten Deck, was auch nicht den größten Meta-Impact haben wird, aber was halt legit saugünstig ist und der nur eine Karte fehlt, um es halt competitive zu machen. Und das ist Salamangreat. Ja, mit dem Anwenden von Mirage Stelio ist es halt wieder konstanter geworden. Es hat auch mehr Value. Es ist halt wirklich auch kein teures Deck. Also 50 Euro kriegt ihr einfach alles davon. Also das Einzige, was ihr nicht bekommt in dem Deck, ist halt Access Code Talker. Ihr könnt aber anstatt Access Code Talker entweder einen zweiten Transcode spielen und dann damit den OTK machen mit Update Jammer. Oder ihr spielt Zero Boros, was halt, wenn ihr Desires aktiviert habt, auch ziemlich groß ist. Und wenn ihr das mal angreifen kann, reicht das manchmal auch schon für Game. Deswegen ist das eine schöne Budget-Alternative, die ihr da spielen könnt, wo ihr das nicht wirklich halt braucht mit dem Access Code Talker. Aber es natürlich mit besser ist. Wollen wir nicht überreden. Mit ist natürlich immer besser. Aber da geht es ja quasi von den 50 Euro auf die 150 zu, weil Access Code kostet halt gerade aktuell um die 100 Euro. Aber wie gesagt, nicht essentiell notwendig für dieses Deck. Machen wir weiter mit dem nächsten Deck, was ein bisschen kompetitiver ist. Und das ist Sky Striker. Ja, Sky Striker seit 2019, jetzt mit Engage of 1. Wieder so ein bisschen zurück ins Meta gecreept. Jetzt nicht Tier 1 oder so, aber es wird auftauchen. Es hat bei der letzten PPG sogar den zweiten Platz belegt. Also es ist halt legit kein schlechtes Deck. Und das Geile daran ist, dieses Deck ist halt nicht teuer. Ihr könnt zwar die Needle Fiber, Access Code, Selene Combo spielen. Die drei Karten kosten by the way 150 Euro. Aber müsst ihr nicht. Das ist halt so, you can, but you don't need to. Ist halt wirklich nicht schlecht, aber es ist halt wirklich auch nicht essentiell notwendig. Und Wert Engage und die Widow Anchors, die reichen halt schon dafür aus, dass ihr wirklich halt das Game rotieren könnt. Ihr könnt ein paar mehr Floodgates spielen, wenn ihr möchtet. Ihr könnt noch ein paar gute Zauberkarten spielen, die euch da helfen. Wie jetzt die Goods plus die Metal Force Fusion. Auf jeden Fall sehr solide Targets dafür. Und da habt ihr Striker schon wirklich ziemlich, ziemlich solide abgedeckt. Und wir sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Deck. Und das ist tatsächlich ein Contender für die oberen Tables. Und das ist Etik Nista. Was soll ich zu Etik Nista sagen? Etik Nista ist ein ziemlich, ziemlich interessantes Deck. Sehr fragil, aber sehr günstig. Denn dieses Deck kostet halt nichts. Ich glaube, die Fieldspell kostet mittlerweile wieder 15 Euro. Die frisst halt das Budget und der Rest ist halt super rare, common Kram, der, keine Ahnung, 20 Cent kostet. Auch da wieder, ihr könntet den Access Code sogar spielen. Aber really,
du brauchst den halt nicht. In dem Deck brauchst du den halt wirklich nicht. Ne? Es ist halt nice to have, but nicht notwendig. Ihr könnt halt viele generische Cyberskarten spielen, wenn ihr nicht Access zu allen Karten habt. Das ist wirklich auch ziemlich cool und das Deck kriegt ihr, wie gesagt, für 50 Euro locker hin. Es ist wirklich halt auch aktuell Tier 2, Tier 1 Deck und das auch schon mit dem Budget bilden, ne? Und den ganzen High-Impact-Karten, ne? Ist es schon ein ziemlich gutes Deck. Vielleicht nicht ganz so konstant und ein bisschen weniger größeren Impact für Ghost Deck. Dann machen wir weiter mit dem letzten Deck für heute und das ist VW, also Virtualwelt. Wenn jetzt nicht bei der nächsten YCS das Deck wieder extrem toppt und Lulu wieder steigen wird, liegt Lulu aktuell so bei 12 Euro. Wenn ihr jetzt mathematisch gut aufgestellt seid, werdet ihr feststellen, dass 3x12 keine 50 Euro sind und der Rest des Decks ist halt Common, es gibt ein paar Super Rares, der Rest ist halt einfach nix. In dem Deck könnte man sogar argumentieren, dass Zeuster essentiell notwendig ist. Kann man machen, man kann aber auch mit den Themen internen Karten spielen. Das klappt zwar nicht so gut wie mit Zeus selber, aber es ist trotzdem auf jeden Fall eine gute Option. Die 5 Budget Decks für unter 50 Euro für diesen Monat. Lasst mal gerne in den Kommentaren da, was ihr für gute Budget Decks haltet, die wirklich unter 50 Euro sind oder so. Gerade in der Benchmark sind, wenn man so ein paar Karten, die jetzt nicht essentiell notwendig sind, cuttet. Lasst im Video gerne mal ein Like und ein Abo da, natürlich wie immer. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, oder rein. Ciao, Leute. Ich sag's immer.